Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Samstag, den 21. Oktober. Das ist der Gedenktag der heiligen Ursula. Herzlichen Glückwunsch zum Namenstag, alle, die so oder in Abwandlungen ihren schönen Namen tragen. Ursula, vielleicht nicht mit 11.000, sondern mit 11 Gefährtinnen, die für Christus bis zum Tod standhaft ihre Liebe gehalten haben und zu denen Christus hielt und hält. Über dem Grab der Ursula und ihrer Freundinnen erhebt sich die Kirche St. Ursula in Köln, eine der sehenswerten Hauptkirchen dieser heiligen Stadt. Im Römerbrief im 4. Kapitel, so ungefähr die Fortsetzung von gestern, ist Paulus immer noch im Gespräch mit Abraham, dem Vater des Glaubens, und der stellt zwei Größen des alten Bundes miteinander in Beziehung. Das Gesetz, das Mose, und die Verheißung Gottes. Beide kommen von Gott. Beide dürfen nicht gegeneinander ausgespielt und voreinander schlecht gemacht werden. Aber die Verheißung erlangen Menschen nicht, weil sie das Gesetz vollkommen befolgen. Das können sie nämlich gar nicht. Sondern die Verheißung Gottes erlangen die Menschen durch den Glauben. Es ist auch der Glaube und nicht der Gesetzesgehorsam, der den Abraham gerecht gemacht und der ihm als Gerechtigkeit zugerechnet worden ist. Überdies gab es das Gesetz des Mose zu Abrahams Zeiten noch gar nicht. Wegen seines Glaubens nahm Gott Abraham als gerecht an. Gott hat Abraham und seinen Nachkommen versprochen, dass sie die ganze Welt als Erbe erhalten. Er gibt ihnen dieses Versprechen aber nicht, weil sie das Gesetz befolgen. Er gibt es ihnen, weil er sie aufgrund ihres Glaubens als gerecht annimmt. Wenn diejenigen, die das Gesetz befolgen, die Erben wären, dann hätte der Glaube keine Bedeutung. Außerdem wäre dann das Versprechen Gottes hinfällig. Denn das Gesetz ruft unvermeidlich den Zorn Gottes hervor. Aber wo es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung des Gesetzes. Da mache ich ganz kurz eine kleine Pause. Das Gesetz ruft unweigerlich den Zorn Gottes hervor. Das darf man nicht missverstehen. Wie gesagt, das Gesetz kommt von Gott. Es ist göttlichen Ursprungs von Gott durch Mose an Israel gegeben, damit es gehalten werden könne. Aber der Mensch, so erweist sich im Lauf der Heilsgeschichte Israels, die Töchter und Söhne des auserwählten Volkes sind nicht imstande, das Gesetz ganz zu halten. Sie scheitern am Gesetz. Und darin ist der Stachel der Sünde und auch der Verzweiflung. Und dann ist dem Zorn Gottes, oder was der Mensch dann eben empfindet als den Zorn Gottes, ist Tür und Tor geöffnet und die Entfremdung von Gott ist die zu befürchtende Folge. Also das ist die Gefährlichkeit des Gesetzes und der Gesetzesfrömmigkeit. Deshalb gilt für das Versprechen Gottes, es ist an den Glauben gebunden, damit es durch Gottes Gnade in Erfüllung geht. Nur so bleibt das Versprechen für alle Nachkommen gültig, nicht nur für diejenigen, die das Gesetz befolgen, sondern auch für diejenigen, die aus demselben Glauben leben wie Abraham, der Vater von uns allen. So steht es ja in der Heiligen Schrift, ich habe dich dazu bestimmt, Vater von vielen Völkern zu sein. Und jetzt mache ich nochmal einen Einschub. Zu diesen vielen Völkern gehören eben auch wir, die wir aus dem Heidentum hinein adoptiert worden sind in die Nachkommenschaft Abrahams, dem sein Glaube, das heißt sein Vertrauen auf Gott, der das machen kann, was der Mensch nicht kann, dem dieses Vertrauen auf Gott, dieses gläubige Vertrauen als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Und das kann im Glauben jeder Mensch erreichen, dieses Vertrauen zu Gott, auch wenn er nicht aus dem mosaischen Gesetz lebt. Abraham hatte Gott vor Augen, denn er glaubte an den, der die Toten lebendig macht. Der ruft auch das ins Dasein, was nicht ist. Wo es eigentlich keinen Grund zur Hoffnung gab, hat Abraham voller Hoffnung am Glauben festgehalten und so wurde er zum Vater von vielen Völkern, wie Gott es ihm versprochen hatte, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Ja, wo es eigentlich nichts zu hoffen gab, da hat Abraham immer noch gehofft und an der Hoffnung festgehalten. Das ist eine schöne, geläufige Übersetzung dieser Kurzformel von Paulus, spes contra spem, Hoffnung gegen Hoffnung, Hoffnung gegen Hoffnungslosigkeit.
Das eröffnet uns Gott, die wir auch Kinder Abrahams sein dürfen, dass wir hoffen dürfen, dass Gott, der die Schöpfung aus dem Nichts geschaffen hat, auch bei uns das, was schwach wird, niedergesunken ist, schon sich auflöst, auch in unserem Innern, auch in unseren Beziehungen, dass das von Gott erneut zum Leben erweckt werden kann. Schenken wir ihm diesen Glauben an seine kreative Herrlichkeit. Gott segne und behüte Sie alle.